Hallo zusammen, ich bin der Vincent, Koch im zweiten Lehrjahr. Ich zeige euch heute meinen Alltag. Kommt mit! In der Kochlehre lernt man, dass Kochen nicht nur Kochen ist, dass viel mehr hinten dran steckt. Im Blumenfeld ist es Besonderes, dass wir gleichzeitig ein à la carte Restaurant sind und ein Altersheim. Man hat Zeit, sich mit den Lehrenden auseinanderzusetzen. Keine strengen Arbeitszeiten und man geht nicht zu spät heim. Im ersten Lehrjahr geht es um Grundlagen von Salat bis Dessert. Im zweiten Lehrjahr geht es um Beilagen und im dritten um das Fleisch. Wenn man alles zusammen hat, dann kann man erst Koch werden. Zum Kochen sollte man leidenschaftlich sein, etwas kreativ, man sollte Stress vermeiden und geduldig sein, wenn nicht alles so läuft, wie es sollte. Am besten im Beruf finde ich die Abwechslung. Es gibt so viele Möglichkeiten, etwas umzusetzen. Wenn man alle beherrscht, macht das schon Spass. Für den Beruf Koch solltest du ein Durchhaltevermögen haben, denn es läuft nicht immer alles so, wie du willst und wie es sollte. Wenn du bei uns eine Lehre machen kannst, hast du ein hilfsbereites Umfeld und du wirst mega schnell über Verantwortung übernehmen. Das war mein Arbeitsalltag. Wenn es euch gefällt, bewerbt euch. Eine gute Feierabend. Ciao zusammen.